Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19. Willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Wo willst du hin? Ein wunderschön. Mit vorne vielleicht eine Bahn. Wollt einfach gerade. Ach so. Ich dachte, wir waren schon. Perfekter Start, erstmal schon Verwirrung gleich am Anfang. Wunderbar, so ist das. Ich komme nicht um die Kurve. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir alles mitgekriegt? Ja. Die Kurven darfst du nicht so eng machen, da komme ich jeden so einfach da rumzufahren um die Ecke. Ich weiß. Immer ein bisschen problematisch. Ich hab vorne. Oh, ich bin voll. Danke. Richtig soziale Leute haben wir hier, ja. Sozial kompetent, gute Leute. Mhm. So, was haben wir heute vor? Wir haben den MB-Trank wieder zurückgefahren. Der vollgetankt ist auch wieder. Dem erstmal wieder den Schlepperdreck geben, fertig schwaden und dann ab zu BGA damit. Weil da gab es ja gestern vielleicht die ein oder andere Komplikation am Ende. 1000 km/h, was war los? Schwierig, sage ich mal, ne? Schwierig. Der Boss wurde da. Uiuiuiui. Okay. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen gerutscht in der Kurve. Hätte natürlich auch ein bisschen abbremsen können. Möglich. Weiß nicht, ich sollte vielleicht auch die Allradlenkung ausschalten. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht. Aber ich kann hier kurz die Allradlenkung beginnen dann nochmal. Ich glaube mit Z, oder? Allradlenkung, Lenkmodus wechseln, Steuerung Z. Oh, nee. Okay, warte, wir müssen es trotzdem offen lassen. Vorderradlenkung. Ja, genau, das wollen wir haben. Weil ich weiß nicht, ob es auf meiner Seitenkonsole noch belegt oha, ist. Oha. I don't know. Muss ich mal nachgucken, wenn ich Zeit habe. So, ich mache jetzt mal die Radio. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Es ist gut gegangen, alles gut. Okay. Weil Starren und VCA. Kritisch. Oh, wir haben die 10 Stunden voll. Das ist jetzt aber gerade schon ein paar Sekunden passiert wahrscheinlich. Ich habe jetzt gleich darauf geachtet. Ah, wir haben sie voll. Da schon mal Ordnung. Wo Kreisverkehr? Muss ich wieder runterbremsen? Ich weiß nicht, wieso hier ein Kreisverkehr ist. Ich sag's, es ist. Sag mal, warum muss ich denn damit zurücklenken? Habe ich die adaptive Lenkung? Ich habe keine weiteren Fragen. Eine adaptive Lenkung, mit Tastatur, ich hab's mal mit Tastatur ausprobiert. Da merkt man das richtig doll, du. Das ist richtig kacke. Mit Lenkrad merke ich keinen Unterschied da. Ist jetzt keine Verzögerung und so weiter. Aber mit Tastatur. Ja, weißt du, warum du beim Lenkrad keinen Unterschied merkst? Ja, weil im Prinzip ich muss zurücklenken, so oder so. Du musst beim Lenkrad so oder so zurücklenken, ja, genau. Deswegen merke ich das nicht, aber Tastatur merkt man das ultra. Ja, genau, so ist es auch beim Controller. Ja, weil es im Prinzip. Auch so ähnlich wie eine Tastatur ist nur, dass man noch ein bisschen smoother fahren kann. So, wir müssen links, der Kollege fährt rechts. Und da sind wir in unserer Wege. Oh. So. Ich habe jetzt Philipp, glaube ich, mal ein bisschen lauter gemacht, weil ich war der Meinung, der war in die Folge mal teilweise ein bisschen zu leise. Ja. Sehen wir dann schon, wie sie dem Video dann ist. Weil ich weiß nicht, auf YouTube ist es dann immer wieder anders, als im Schnittprogramm oder in der Aufnahme, so wie ich ihn höre. Deswegen ist es immer schwierig. Schwieriges Thema, ne? So, wie viel Time hat man? 7,2. Haben wir mal ganz gut gepasst. Das war mehr, weniger oder so, ist keine Ahnung. Na, irgendwie so, ich teste jetzt einmal nochmal mit 7,2 aus. Vielleicht funktioniert es ja, ne? Die Frage, was ich mir jetzt frage oder Ding. Zum Festfahren, wir haben ja nur eine Schaufel, ne? Die reicht aber, glaube ich, aus, oder? Hm? Ja, die reicht aus, normalerweise. Okay. Vielleicht hätte ich ein Gewicht mitnehmen müssen. Aber nur vielleicht. 7,2 km/h ist immer noch zu schnell, gut. Hat man doch gesagt, du musst langsam sein. Ja, okay. Mit 6 km/h geht's einigermaßen. Dann wissen wir das jetzt auch. Ist jetzt ich hätte vielleicht ein Gewicht mitnehmen müssen oder können, weil Gewicht? Ich bin vorhin den Einsteinberg da vorne hoch, hoch zu der Straße. Ich habe runterschalten müssen beim Anfahren, weil ich vorne in der Luft. Oh. Schwierig. So, jetzt mal immer hier wieder links.
Man merkt man schon, hier muss ich schon platzieren, weil es geht in Bergen auf, ne? So, nochmal hochschalten. Oh. Jetzt wird's eher gedauert, jetzt geht's besser. Da bin ich echt mal gespannt, wie viel das dann bei der BGA gibt. Ich weiß jetzt nicht. Ne, 100.000 Liter werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, ne, wobei. Hm. Knapp vielleicht, knapp. Hm. Ich kann das auch schlecht einschätzen, aber wir haben jetzt natürlich auch noch gut was dran liegen, aber. Das ist ja doch Gras. Ja, das können wir mal so sagen. Gut, es war voll gedüngt. Das stimmt auch, wie dem Gegensatz zu vorher. Weil wo wir das frisch gekauft haben. Ja, da könnten wir sogar ein bisschen mehr als 100.000 schaffen, mit viel Glück. Aber ich will jetzt nicht zu früh sagen. Wir lassen uns überraschen, ne? So. Dann müssen wir ein bisschen bremsen, weil hier geht's gut runter. So, wunderbar. Weiß ich gar nicht, wie viel hast du noch zum Schwaden? Bin durch, ich bin schon am Hof. Ah, okay, wunderbar. Da kannst du mir dann gleich wieder helfen. Beim Sammeln. Oder, was wir ja, natürlich auch machen könnten, einen Helfer ansetzen, dass einer ansieht gleich. Weil ich glaube, das wäre auch relativ wichtig. Die adaptive Lenkung drin, Mann. Ja, die ist bei jedem noch drin. Ich weiß nicht, ob sie die immer mal wieder zurücksetzt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ja, was wir auf jeden Fall da vorher machen müssen, ist düngen. Und da haben wir ja, wir haben jetzt dran gedacht, dass wir den neuen Dünger / Kalkströme mit draufnehmen. Es ist halt nur die Frage, wer will düngen? Willst du düngen? Mir ist es egal, du kannst auch düngen. Also. Okay, dann dünge ich mal, weil ich, die Leute haben jetzt schon lange genug Heu, Heu, sag ich schon, Gras einfahren gesehen. Das sehen die auch mal ein bisschen was anderes, ne? Klar, ich muss dann sowieso so oder so später nochmal ran zum Sammeln. Kann weil ich mal meinen Nitrax wieder ausziehen, Hill. Mhm. Ich fahre ja noch eine Bahn längs. Und dann stellen wir den Nitrax irgendwo an den Rand. Ach stimmt, hier ist auch noch so ein Stückelchen an Bar. Du bist auch wieder unterwegs, man kennt ihn. So, ein bisschen was haben wir hier sogar liegen lassen. Müssen wir halt dann nachher nochmal an der Strand fahren. Beziehungsweise wir können jetzt die Dinge dann machen. Jetzt ist Allradlenker wieder. Ich muss jetzt dann echt gleich mal gucken, dass ich das nochmal schnell auf irgendeine Tasche lege. Haben wir jetzt da vorne was liegen lassen? Ah, egal. Ich stelle ihn zuerst mal an den Rand. Und dann können wir das später nochmal nachgucken. So, Handbremse rein. Mutter aus. Die Glitzer machen wir aus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wie viel braucht denn der Kollege Düngerstreuer? 25 Tappen irgendwie oder? Sowas. Steht gar nicht dran, oder? Wie viel Pest denn benötigt? Nö. Steht bei keinem das dran. Das Thema hat man schon mal. Düngersteuer braucht bloß die Zugleistung. Stimmt. Und Zapfwelle, wenn er eine hat. Aber er hat nein, nein, er braucht. Das schaut gar nicht aus, wenn er eine Zapfwelle hätte. Ja, der läuft auch über Dinger, der hat da. Dieses Rädchen, oder? Ja doch, normalerweise ist er mit Achsantrieb. Ja, von Blizzard RCW 5, ist jetzt keine andere Marke, gibt's auf Modab. Haben wir jetzt einfach mal mit draufgenommen, haben wir gefunden, gesehen, dachten wir, ja, können wir uns sich mal ausprobieren. Gibt's den grün, ich muss sagen, den grau finde ich ihn, glaube ich, am schönsten, oder? Oder sagen wir mal grün? Ah, ich miete, sagen wir mal so, Fellgrün noch eine andere Farbe. Nee, das nicht. Haben wir nicht gesagt, wir kaufen den gleich. Ach, der ist gar nicht so teuer.
Da kostet nur Nee. 7000. Ich dachte, der wäre es viel teurer gewesen. Dann kaufen wir auf jeden Fall. Ja, wir brauchen dringend einen. Und die ganze Zeit einen mieten. Es geht zum Schluss auch voll ins Geld. Wir brauchen Deswegen haben so wir oder gesagt, so wir haben einen. gleich einen älteren und einen kleineren mit drauf. Und der hat trotzdem 5000 Liter Platz. Wir düngen euch das locker aus. Kalken halt ein bisschen öfter fahren, aber. Jo, mal, Haben ich halt kaufe dann das mal, bitte. ne? Können wir immer noch umkonfigurieren. Gekauft ist er. Dann fahre ich mit. Ich fahre mit dem Bürger mal. Dass der auch wieder in Einsatz kommt, dass alle Traktoren ungefähr gleich befahren werden, ne? Aber eigentlich, wenn man so sehen will, haben wir jetzt so viele Traktoren. Wir müssen eigentlich einen Riesenschwupf kaufen. Im Prinzip ja, ne? Und am allerbesten halt auch noch die teuren. Stimmt schon, Oder irgendwo nicht? hast du recht, ja. Das heißt, da müsste eigentlich der Lindner dran glauben, oder? Der Lindtrack. Zwei Linder müssen auf alle Fälle dran glauben, wenn dann. Aber ich muss sagen, den Unitrack würde ich sogar noch eine Weile behalten. Weil für so Hang und Sachen ist er, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oder, naja, Nicht schlecht. Na gut, Aber wir nein, ist hatten wieder die auch. andere Sache, das Füllvolumen ist halt sehr gering. Für den Aufbau. Klar kann man das natürlich hochschrauben, aber ist auch nicht Sinn und Zweck. Also am meisten bringen würde. Ja, ohne Scheiß, der Lindner Uni drückt. Echt der Unitracker? Ist das so teuer? 91.000 Oder war es so kriegt teuer? für den noch. Und der Lindtrag nur noch 55.000. Dann Okay. kommt der B-Trag mit 44. Oh. Nein, nicht verkaufen. Ja, wir sind fatal. Ich hab kein Motor. Also, egal. So. Oh, ich bin voll. Aber dann ist natürlich die Und dann Frage. kommt der MB-Trag mit 44.000, der Bührer mit 25.000 und dann der Steuer. Ja, Mit dann. 15. Ja, der war nicht teuer. Dann ist halt die Frage, weil der Lintrag ist ja, der Unitrag ist ja deiner. Das heißt, du musst noch mit dazu entscheiden, ob du schon verkaufen willst oder nicht. Ich würde ihn hergeben für das Gemeindewohl. Okay, gut. Aber gut, da kommt dann auch noch mehr dazu wegen den ganzen Aufbauten. Stimmt auch wieder, ja. Ja, dann kriegen wir 130 und vielleicht 150.000, ne? Nee, so viel jetzt nicht mehr, aber Ja. 100.000 auf alle Fälle drin. Wie viel gibt man neu im normalen Ding? 119, oder? 109. 109. Nein, no, 9, 91, so. Also 91.000. Ja. Okay, das heißt, wenn man dann zum Hallo? Händler da gibt er mindestens ein paar tausend mehr. Wieso ist jetzt Hast du wieder was kaputt gemacht? Nein. Okay. Bin ganz normal gefahren und auf einmal driftet er ab. Ich hab voll gegen die gelenkt, ne? Mit Allradlenkung. Ich bin Ach einfach die so. ganze Zeit darüber gefahren. Ach so. Ja, das war bei Kann man mir ja auf mit Linde vorher auch schon so. So, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Alles gespannt. Oh, das passt ja richtig gut zusammen. Ja doch, wir haben Dünger hier. Ich hab's doch gewusst noch, dass ich den mal einen platziert hatte. Aber ob das jetzt Dünger war, war ich mir nicht ganz sicher. Ich So, habe ja ich. genug an Haufen als Haufen Hoffe daheim. nur, der ist nicht zu teuer. Ah, ich Weiß glaube. noch, den Kalk. Sorry, den Kalk mit dem Weidemann. Oh, da muss ich ein Bild machen. Der Kalk mit dem Schaufel. Weidemann. Schaufel, Weidemann, Kalk. Ach so, stimmt, ja. Da kann ich mich so noch ein bisschen was erinnern, ja. Vielleicht war das zu schwer. Möglich. Würde noch mal gemacht. Wenn wir dann noch was machen hier, zack, zack. Der ist halt. Ganz gemütlich hier Oh, mit ich hab den ja voll 61 über verloren. die Ach, Landstraße. Hilfe. Ich hatte eigentlich genau vor, nur noch mal 10.000, wenn wir bis auf 10.000 runtergehen und das ist genau voll geworden. Das ist natürlich schön. Wo bist denn du? Bist du gerade eine Richtung Hof, oder? Ich bin gerade bei der BGA. Ah, okay. Ja, dann sehen wir uns dann, wenn ich am Düngen bin. Ich muss sagen, der Bührer und der Düngerstreu passen richtig gut zusammen von der Farbwahl her.
Muss ich da mal gucken, das gespannt. So. Und wenn wir jetzt aber Tempomat rein, dann muss ich die ganze Zeit nicht die ganze Zeit aufs Gaspedal drücken. So. Ja, wie gesagt, hier flackt neu, das machen wir dann zum Schluss. Weil, ja, wir sind jetzt im Gras dabei. Aber ja, ich würde mal sagen, eine Folge überdenken wir das noch, oder mit dem Verkauf. Aber lukrativ ist es nicht. Was meinst du? Steht klar, dass wir jetzt da viele Traktoren haben. Also, ja, nee, ja, das schon. Nee, ich meine, da mal einen Unitrakt verkaufen. Das meine ich. Ja, das müssen wir auf alle Fälle nochmal überdenken. Im Prinzip von den Kleinen lohnt sich ja eh keiner zu verkaufen, aber die bringen halt aber nichts. Na gut, der MB-Traktor kriegt schon. Ja, okay, aber das ist unser einziger Traktor mit Pflegebereifung. Den verkaufen wäre es problematisch. Und nebenbei ist er, glaube ich, sogar unser stärkster momentan. Natürlich würden wir dann, glaube ich, den Steier kaufen, oder? Wenn wir einen Traktor kaufen. Mhm. Alle Fälle würde ich sogar ehrlich gesagt sagen, die ist bei Lindner weg. Ja, wäre ich sogar auch bei. Weil im Prinzip Steier und den B-Trag als zwei große Traktoren reichen aus. Und der kleine Steier und der Bührer für die kleinen Arbeiten reichen auch aus. Alles. Dann würde ich aber sogar sagen, den Ladewagen, was jetzt außer. Wir müssen auch noch umgucken. So, warte mal. Naja, ich weiß nicht, ob das Original ist, so wie ich hier fahre. Halt wie? Warte, das war's. Wie ging das nochmal? Steuerung wie? Ah, Steuerung wie was, genau. Flo? Ja. Du rollst da links. Ja. Sag nicht, er ist schon wieder ausgeflippt. Beziehungsweise hat Probleme. Er steht. Oh. Tank leer? Nee, er läuft noch. Er springt wieder an. Was war? Sag's mal so. Ich schau jetzt mal, dass ich mal wieder schneller werde. Dann schau schon mal oft drauf. Ach so, du hast schon wieder ein bisschen gepimpt. Vielleicht. Also, das muss jetzt. Oh, das war. Mit da sehen, weil wir gucken links oben. 42 ist noch normal. Machen wir nochmal kurz nach. Also, wie gesagt, 55 wird der geben noch. Und da geben wir aber noch 91. Ja, das halt. Der schmeckt halt schon, ne? Das andere wäre halt dann, ob wir uns auch eine andere Sämaschine kaufen wollen. Shit, ich bin vorbeigefahren. Egal. Jetzt schauen wir oben rauf. Müssen wir dann mal gucken. Schauen wir oben rauf. 81. Du bist schon da hinten. Eieiei. Da geht er aber ganz schön ab. So, warte, wir können die Arbeitsbereiche stimmen. Nee, ne? Kann nicht stimmen. Was ist? Die Arbeitsbreite. Von? Der hat 10 Meter. Ah, ich muss den ausklappen. Gibt's irgendwas zum Ausklappen? Ach, dem. Der Schieber macht auf. Was passiert denn da alles? Okay, das, warte mal, jetzt klappen wir damit zusammen jetzt Kimio. Ne, ja, nochmal neu. Die Arbeitsbreite passt doch nicht. Weil ich weiß da mit dem Lindtrag, weil dann bringt der halt noch mehr. Ja, komm. Warte mal, jetzt bin ich ready. 10 Meter. Ich stelle aber nur 5,8. Kann doch nicht stimmen. Heute stopp, hallo! Au. Ja! Jetzt klappen wir ein. Da dreht sich das Rädchen da. Noch ist das so. Und dann wieder F.
Aber ja, nochmal gucken, wie das gespannt zusammenpasst. Gelb, gelb, grie, grie. Oh yeah! Aber dann mach ich nicht. Wie kann man das denn einstellen, wie welche Arbeitsbreite haben soll? Nee. VCA. Lenkung, nee, Lenkung und Kamera. Bei der Rastersteuerung eins drunter. Arbeitsbreite. Wo willst du denn die Arbeitsbreite? Was willst du denn schauen? Ja, nee. Es ist 5,8 Meter eingestellt bei VCA bei der Linie. Also beim GPS. Und der hat aber 10 Meter. So, das willst du umstellen. Ja, dann gehst du in VCA ganz vorne rein. Bist du drin? Ja, ganz vorne. Vorne bei der komischen Videorekorder da. Abspieler. Und dann auf der rechten Seite von unten ist 3 rauf. Da steht der Arbeitsbreite, da kannst du es dann eingeben. Ah, stimmt. 5800 steht das. Ja, dann mach ich da 10.000. 10.000? Ja, da steht 5800, aber da kommt ein Punkt dazwischen. Guck mal. Was ist jetzt ab? Ne, das kann nicht stimmen. Aber. Da gehen wir mal 10 ein. Jetzt stimmt's. Warte, warte. Nee, der streut doch breiter als die 10. Ja, wie weit streut denn jetzt das Ding? Weiß ich nicht. Da steht 10. Aber das sind eindeutig keine 10, das ist breiter. Warte mal. Da gib mal vielleicht 15 ein. Na, ich geb mal 24 ein, das ist die normale Ausbringbreite bei Dünger. Nee, dafür ist es zu alt. Ja, ja, mal. Oh. Das ging ja jetzt anders, ne? Nee. Kommt dann. Ja. Ah, das war's. Genau. Dann am Ticken. Ja, so. Hörung W. Ne, 24 sind es tatsächlich nicht. Dann sind es doch 15 womöglich. Geht denn nur bei mir so ab? Der Unitruck. Hm? Also jetzt muss ich die Linie wieder verschieben. Ja. Hast du schon umgeschmissen? Nein! Okay. So. Sorry Leute, aber ich muss hier ein bisschen ausprobieren. Ne, 15 sind es auch nicht. Was ist denn jetzt für eine Arbeit? Mann, da steht halt auch nichts dran. Es ist dann 18. Ne, 18 wird es schon. Ich hab da mal getan stehen, so. 20? Ich weiß, vielleicht sind es ja 20. Ich hab den Lindner Unitrag jetzt da einfach mal getan stehen gelassen. Okay. Okay. Das sieht. Ah, 20 schauen gut aus. Ich frag, warum? Einfach nicht sehen und vorbeifahren, okay? Okay, ich hab's rausgefunden. 20 Meter sind's. Ah, doch so viel. Ach, dann kann ja vielleicht sein, dass die. Ja, das ist die doppelte Breite, was dran steht. Ja, wegen am Kalk. Mhm, genau deswegen habe ich nämlich. Das habe ich nämlich auch gemeint gehabt. Anfangs so, dachte 10, okay. Kann nicht stimmen, passt. Dann ist wahrscheinlich eher damit Kalk gemeint. Aber normalerweise steht immer die Ausbringbreite dran, was bei Dünger ist. Wie hier 24 Meter, 20. 12. 12 in der kleinen Variante, da steht auch wieder 24 und da steht halt immer 10, aber wir haben auf jeden Fall, das Gute ist, der ist halt für Kalk und für Dünger da, das heißt, wir brauchen hier irgendwie einen extra danach wieder. So. Ich habe bei den Engkurven von mir gar kein Problem. Ich weiß nicht, was du hast, aber ich habe da kein Problem. Ja, du hast einen Unitruck. Da hat wieder was anderes. Ja, aber das passt. Jo, wunderbar. Ach ja. Wie viele Taschen noch drüben liegen? Einige. Okay. Ja. Eine ist. Dauert noch eine Weile dann wahrscheinlich. Aber wir sind tatsächlich für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf.
Ein Däubchen mehr in Träumchen kostet auf keinen Cent. Unten den roten Knopf Graf empfassen, nicht getan. Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Immer das 19 Alpin DEC. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Compass was wrong, and I'm still on my way. Lost these days to where I belong. I'm still wrong.